So, hallo zusammen. Hier ist wieder der Sarge von einem fremden Planeten. Ja, wir testen hier Gruff. Das ist gerade in Steam free to play zum Testen. Und. Und ja, was ich jetzt mal zeigen wollte, sind Höhlen. Ja? Also, ich habe schon mir ein paar Höhlen angeschaut und dort gibt es halt Bosse und die droppen Rezepte. Und Rezepte brauche ich zum Weiterkommen. Und jetzt weiß ich halt, dass die ziemlich wichtig sind, die Dungeons, eben wegen dieser Rezepte. Und weil sie so wichtig sind, sind sie hier auch angezeigt. Ja, hier unten sieht man beim Radar diese komischen Bögen. Das sind Höhleneingänge. Ja, und da gehen wir jetzt mal hin. Und, Moment, ich wollte ja eigentlich noch meine Rüstung ein bisschen ausbauen. Ich habe ja noch ein paar, wir sehen ja, ich habe allein der Helm, ne? Also, ja, dann werden wir mal, ach ja, ich kann ja noch ein Quest bauen. Ja, da war ich mal etwas vorschnell. Ich habe ja neue Rezepte gefunden in Höhlen. Ich kann mir besseres Abbau-Ding bauen. Ich kann mir bessere Rüstung bauen. Das Messer habe ich gleich abgegradet zu einem Schwert. Das haut jetzt auch so richtig rein. Ja, hier alles. Level 1 ist One-Hit. Ja. Nichtsdestotrotz droppen die immer noch wichtige Ressourcen. So, hier ist unsere kleine Basis. Ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich jetzt diese Basis abreißen oder versetzen kann. Glaube ich. Ja, wie ich so eine große Basis baue, keine Ahnung. So. Aber das werde ich schon mit der Zeit herausfinden. So, dann gehen wir mal hier an meine Craft-Station und schauen uns an. Fossilienhelm, ja. Den kann ich mir schon mal bauen. Und Handschuhe. Kann ich mir sogar schon fossilen Handschuhe. Ach, den Holzhelm hätte ich auch schon. Ich baue das jetzt alles mal wegen dem Look. Ja? Okay, Handschuhe habe ich schon. Und die baue ich auch. So. Dann habe ich ja das Schwert, habe ich mir schon hier. Feier. Ach, da finde ich Blueprints, um hier noch abzugraden wahrscheinlich. Okay. Die Kampfpistole habe ich schon. Das Ding. Wie viel Schaden macht denn das Ding? 26. Nee, das lohnt sich nicht wirklich. Diese Waffen sind scheinbar auch nur wichtig für die Berufe. Und ich habe ja als Beruf, ich zeig's mal kurz, ich level ja gerade Wissenschaftler. Ja, und der Wissenschaftler, der ist halt, seine Standardbewaffnung ist Pistole. Gut, jetzt lege ich mal die Sachen an, die ich mir gerade gebaut habe. So. Hier ist die Fossilienrüstung. Drop this item. Ja. Holzbrust. So, ja, dann sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. Passt auch besser zu Spider-Man Jump. Dann werde ich mal das morsche Holz ablegen. Da ein bisschen Platz in der Tasche schaffen. Ich weiß gar nicht, ob das begrenzt ist. Ich glaube ja eigentlich nicht. So, Feueressenz.
Kann ich nicht da irgendwie upgraden? Okay. Also die rostige Pistole kann ich eigentlich auch schon. Wir haben ja hier eine Kampfpistole. Fire, no blueprint. Also da werde ich wahrscheinlich hier irgendwie ein Rezept brauchen und dann kann ich es da reinstecken. Gut, dann bauen wir jetzt. Oh, was ist da? Okay. Ja, diese Dinger machen hier meine Anlagen kaputt. Wie wird das auch so einen Zaun zu bauen? Und den wollte ich sowieso unlängst schon bauen. Erstmal Multitools Mark 3 oder Mark 1. Achso, den. Oh, Organics. Habe ich zu wenig? Okay, muss ich mehr Monster plätten? Okay. Was sagt meine Munition? Das ist nämlich das Wichtigste. Munition muss man immer viel haben. Weil wenn wir gleich in die Höhle gehen, okay, wenn wir gleich in die Höhle gehen, dann müssen wir halt genug Munition haben. So, hier haben wir Sprungfeldstromrelais. Element X habe ich 0. Ich habe Element X 0, alles klar. Ich habe ja noch irgendwo aufgebaut Fördermaschinen. Ne, habe ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mit der neuen Rüstung. Wobei, ich kann natürlich noch die bessere anlegen vielleicht. Ja. Look ist jetzt erstmal egal. Oh, sieht aber richtig scheiße aus. Ne? Ich finde schon, dass es scheiße ausschaut. Ne, wir machen das, pass auf, wir machen das so. Die Höhle, in die wir jetzt reingehen, die ist ja sowieso easy, ja. Wir ziehen die neuen Sachen an, wenn wir das komplette Set haben. So machen wir das. Ja, so machen wir das. Und du gehst mal... Ja, da. Hello, Consumer. Organic. So, und wie finden wir die nächste Höhle? Wir gehen hier einfach... in Richtung Torbogen. Alles klar. Ja, man kann wohl auch so eine Art Event craften, dass dann da ja, irgendwie Haufen Mobs mit Boss kommen. Ja, wie gesagt, die Bosse sind für die Rezepte sehr wichtig. Oh, da haben wir einen roten Vogel. Sind die nicht normalerweise blau? Nee, grün. Aha. Alter. Ja gut, der war ja auch nur Level 4. Was steht da? Eine Kiste? Was steht da? Eine Kiste? Ach, ist das hier dieses rote Vogel-Event oder so? Mir keine Angst. Okay, hier anscheinend ist hier irgendwie so eine Art Event am Start, weil wir sehen hier diese komischen Typen rumlaufen. Alter. Alter, wie er auf mich zugedüst kommt. Ja, sowas kann einen dann auch erwarten in der Höhle. Fiese Bossmonster. Spider-Man! Ah.
So, okay, jetzt. Oh, da ist. Genau, dann haben wir mal beide zernichtet. Okay. So, wo ist jetzt der Höhleneingang? Da vorne. Hä, was ist? Ah, das ist. Das ist fossil. Ja, so kleine Bugs gibt es noch, dass Dinge in Wänden und Steinen und so weiter. So, dann gehen wir mal in die Höhle. Dann sehen wir das auch endlich mal. So, ja, wir sehen hier zum Beispiel, erstmal sind das Instanzen und dann sehen wir auch gleich das Level und das Level ist jetzt wirklich niedrig. Jetzt könnte ich ja mal testen. Ne, komm, zum Demonstrieren können wir ruhig mal durchrauschen. Ich glaube, da ist sogar noch der Boss am Leben. Ja, hier haben wir auf jeden Fall ohne Ende Ressourcen. Die nehmen wir uns jetzt einfach mit. Wenn wir nachher, oder nachher später, können wir Gebäude aus Metall bauen. Anlagen, brauchen wir natürlich viel Uhre. Oh, das ist in die falsche Richtung. Weil hier vorne links war. Ja, also ich kann mich wundern, dass hier alles mit einem Schlag weggeht. Weil das ist jetzt wirklich ein Low Level. Da hier ist meine Maschine, die ich aufgestellt habe. Die baut das Material X ab. So. Ja, und deswegen, ich gehe jetzt nach links. Da habe ich schon eine aufgestellt. Critical. Oh, da kann ich noch eine auf. Oh, was ist das? Das leuchtet ja ganz komisch. Okay, die kann ich. Hä? So, die müsste jetzt leer sein. Hä? Und die müsste hier stehen. Was ist denn das hier für? Ich bin gerade etwas verwirrt. Oh, ich habe neue Sachen. Ich habe eine Fabrik. Fahrzeuge und Fallen. Fahrzeuge ist natürlich geil. Das bauen wir uns später noch bei uns in der Basis. Aber ich wollte jetzt eigentlich hier einen Ernter aufstellen. Okay. Das geht irgendwie nicht, weil der hier. Okay, dann gehen wir hier einfach weiter. Ja, die droppen auch gleichzeitig Munition, das heißt, wir bekommen auch immer eigentlich alles wieder zurück. Können wir noch einen Ernter aufstellen? Probieren wir es mal. Jo. Machen wir. Ja, der erntet quasi eine Zeit lang und dann kriege ich dieses spezielle
Element X, ja, das brauche ich hier auf diesem Planeten. Ja, und irgendwann hat man hier wohl alles so durch und dann kann man auch wohl, wenn ich das richtig sehe, auf andere Planeten gehen und dort eben Planen aufbauen und Öl erbauen. Ja, du bist halt auch so, vielleicht hat auch der ganze Planet hier nur einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Wenn ich da halt drüber bin, dann. So, der ist schon tot. Ja. Mit hier voll aggro, ja? Voll hoch, aber aggro. Ah. Ja, die Fossilien, die sammle ich mal ein, weil für unsere Fossilienrüstung brauchen wir halt viele Fossilien. Wofür ich die jetzt noch brauche. Oh, das ist schon vorbei. Gut, dann würde ich sagen, suchen wir uns mal eine schwierige Natur. Ja, das ist ein bisschen fies, aber so normalerweise, wenn man hier mehr Zeit verbringt in dieser Höhle, dann kann man noch mehr von dem Element X bekommen. Aber das liegt auch dann in den neuen. Vorne ist man irgendwie so eine Art Bug. Ja, die Tür ist quasi jetzt auch nur für Organics. Oh, da ist mir einer voll. So. Strom. Ja, weiß ich halt noch nicht. Aber hier, Organics bei dir. Und deswegen hau ich die mal um. Ja, die kann ich leider nicht, achso, die ist vielleicht schon leer, keine Ahnung. Ich kann sie aber auch nicht zerstören. Gut, dann, wie gesagt, dann gehen wir jetzt raus und... und gehen in die nächste größere Höhle. Da ist es dann schwieriger, aber wie gesagt, mit Munition alles easy. Ach. Gut, da komme ich einfach später wieder und leere die Dinge aus. Und was die hier machen, weiß ich nicht, denn sie machen gar nichts. Sie winken nur blöd, aber ich kann mit denen nicht interagieren. So, dann gehen wir raus und suchen uns die nächst stärkere Höhle. Müssen wir mal gucken hier auf dem
gehen wir einfach mal dahin. Ah, da haben wir schon eine. Glaube ich. Ja, bei Nacht ist es halt richtig finster, aber die Nacht ist nicht so lang. Das kriegen wir schon hin. Ja, man kann sich wohl auch so ein Rückporte-Dingens bauen und so weiter. Das. So, ich bin wieder hungrig. Ist hier wieder so ein Event am Start oder so? Da vorne ist auf jeden Fall eine große Höhle. Und auch ein großer Vogel. Hat sich nicht sehr gelohnt. Ja, wie gesagt, das ist ja auch noch ein Low-Level-Gebiet. Und ich bin ja schon Level 10 mit meinem Beruf Wissenschaftler. So, dann schauen wir mal, wie hoch diese Höhle ist. Da war ich noch nicht drin. Ja, 5 bis 6. Ist nicht besonders hoch, aber ja, die Bosse haben es manchmal schon in sich. Oh. Die sind natürlich über. Und diese kleinen Alter! Alter Schwede! Aber Munition kriegen wir richtig viel zurück. Aber die Dinger sind natürlich auch. Vielleicht soll ich einfach mal mit weniger Angst einfach mit meinem Schwert hier. Alter! Ja, gar nicht so richtig. Alter Schwede. Okay, aber hier war ich offenbar schon drin, weil das habe ich hier alles aufgestellt.
Ja, so viel ist da auch nicht mehr da. Die sehen alle so groß aus. Aber wie gesagt, da gibt es dann noch richtig, also richtig große. Das sind dann die Bosse. Ja, die haben auch ordentlich droppen sie Munition, das ist ganz gut. Das Ding werde ich mal hier kurz viel aus, aber da gibt es noch richtig stärkere. Ups. Hä? Also Karten von den Höhlen gibt es auch keine. Genau, also den habe ich definitiv gebaut. Aber hier war ich doch noch gar nicht drin. Ja, das ist eine sehr kleine Höhle, aber hier war ich garantiert noch nicht drin. Gut, dann würde ich sagen, erstmal orientieren, wo komme ich gerade her? Da drüben sind noch Höhlen, oder mal von. Da kann ich ja meine Basis sehen. Genau, von da hinten komme ich. Dann gehe ich mal weiter hier hin. Das muss dann irgendwann härter werden. Ansonsten andere Seite von der Basis bei mir. Da den Berg hoch, dort wird es auch schwerer. Gut, ne, gehen wir mal einfach da hinten hin. Ja, nur sterben darf ich halt nicht, weil dann verliere ich. Ich glaube, so die Hälfte meiner Ausrüstung und muss halt dann wieder dahin. Organics. So, das ist eine Aufnahmepause und in der nächsten Folge nehmen wir uns die Höhle vor. Alles klar, bis dahin. Tschüss.